Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dialog Digital. Heute habe ich mir Katja Kipping eingeladen, unsere langjährige Parteivorsitzende, aber auch sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Wir sitzen hier beide zwar auf Abstand, aber ganz frisch getestet und zum Glück negativ, sonst säßen wir wahrscheinlich woanders, nämlich in Quarantäne, aber das sind die Rahmenbedingungen, die man heute so haben muss. Wir wollen uns unterhalten über das Thema gemeinwohlorientierte Digitalisierung. Da spielen nämlich soziale Fragen, der Schwerpunkt von Katja, ja eine ganz große Rolle. Da geht es um Daseinsvorsorge, um Teilhabe. Wir sprechen aber auch über Sachen wie Zukunft der Arbeit. Und damit will ich eigentlich gleich anfangen. Die Arbeit wird sich in allen Branchen ja sehr stark verändern. Wir haben einen Durchmarsch der Roboter, noch nicht überall, aber es ist ja im Entstehen. Wir haben nicht nur die Industrie 4.0, von der man gerade in Deutschland sehr viel redet, wo also Roboter Auto zusammenschrauben, sondern es gibt ja auch viele, viele andere Branchen, in denen auch eine Kombination aus Roboter und Software bestimmte menschliche Aufgaben und Jobs übernehmen, völlig verändern oder ganz abschaffen, wenn man zum Beispiel von ungefähr 800.000 Arbeitsplätzen spricht, die an Fahrzeugführung hängen. Ja, irgendwann kommen die autonomen Autos, auch wenn es vielleicht noch 20 Jahre dauert. Aber es gibt in China schon autonome Trams. In China übrigens gibt es auch sogenannte dunkle Fabriken. Das sind Fabriken, die zum Beispiel Telefone zusammenschrauben und die heißen deshalb dunkel, weil man da schon das Licht abschalten kann, weil da nur noch Roboter arbeiten, die brauchen ja keins. Also die Sensoren, die können doch alle so funktionieren. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie geht man denn mit dieser dramatischen Veränderung um? Viel, gerade im Bereich Software, geht das ja auch in Branchen, wo man immer dachte, nee, das ist was, das ist ja nicht nur manuelle Arbeit, sondern das ist auch Kopfarbeit. Aber selbst da werden mindestens Teile von Jobs inzwischen von Computern übernommen, die entweder Texte schreiben für Zeitungen und man kann es oft gar nicht mehr unterscheiden. Es gibt sogar welche, die Musik komponieren und Gemälde malen. Es gibt ganze Galerien, die nur noch von künstlicher Intelligenz gemalte Kunst verkaufen. Aber es gibt zum Beispiel auch im Bereich Social Media die Einkaufsplattformen, aber selbst Kreditentscheidungen in Banken oder die Vorauswahl von Bewerbern, alles das macht ja Software, manchmal durchaus mit Problemen, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Und da stelle ich mir schon die Frage, diese großen Verwerfungen, die das zwangsläufig bei einem Umbruch in doch relativ historisch eher kurzer Zeit mit sich bringt, wie man das so gestalten kann, dass es nicht so wird, wie wir es ja nach der Wende zum Beispiel im Osten erlebt haben, wo ja auch plötzlich Qualifikationen nichts mehr wert waren, wo ganz viele Berufe weggebrochen sind oder Arbeitsplätze weggefallen sind, und man die Leute doch sehr weit alleine gelassen hat. Was das mit einer Gesellschaft macht, ist hochgefährlich. Und damals konnte man, wie ich, mit Anfang 20 ja noch Köfferchen nehmen, in Westen wandern. Da war es dann anders, da gab es noch Arbeitsplätze. Mit der Digitalisierung habe ich das aber nicht, weil das ja überall gleichzeitig stattfindet. Und deswegen wäre praktisch so meine erste Frage an dich. Mein persönliches Motto ist schon seit längerem, wie man eine digitale Revolution mit einer sozialen Revolution verknüpfen kann. Was du eigentlich so für Vorschläge, Ideen und Konzepte hast, um diese Voraussetzungen, die ich gerade versucht habe, so skizzenhaft zu beschreiben, um die mit einer linken Perspektive zu bewältigen. Wie schnell und wie stark die Umbrüche kommen, da gibt es unterschiedliche Positionen. Ob das jetzt ganz schnell überall hierzulande schwarze Fabriken gibt, kann man sich drüber streiten. Aber ich glaube, eins kann man nicht mehr bestreiten. Wer den Leuten einredet, es läuft alles so weiter wie bisher, gerade im produzierenden Bereich, der streut ihnen Sand in die Augen. Also selbst der in der Frage, glaube ich, eher konservativ herangehende, ganz aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht sagt für die nächsten 6 Jahre massive Umbrüche voraus. Der sagt definitiv, wird 1,3 Millionen Arbeitsplätze eher im produzierenden Bereich verloren gehen, während es in anderen Bereichen, vor allen Dingen eher die Arbeit am und mit Menschen, einen akuten Bedarf gibt von über 2 Millionen. Für 6 Jahre ist das schon ein krasser Umbruch und vielleicht wird er sogar noch heftiger ausfallen. Das heißt also, dass die klassische Weiterbildung und Umschulung ganz neuen Stellenwert hat, wir das ganz anders denken müssen. Also heute wird ja Weiterbildung oft so verstanden im Sinne von, naja, Leute, die in Hartz IV sind und denen müssen wir dann irgendeine Maßnahme geben, dann gibt es halt eine Weiterbildungsmaßnahme irgendwie. Aber dass es so grundlegende Veränderungen gibt,
dass man sich eigentlich davon verabschieden kann für Menschen, dass das den Beruf, den sie nach dem Schulabschluss erlernt haben, dass sie den bis zum Renteneintritt machen. Das wird eher die Ausnahme sein wahrscheinlich. Ne? Also es wird Berufe geben, wo das noch möglich ist, glaube ich, aber selbst dort würde es ja dann so eine Erkenntnisexplosion geben, ja, dass auch dort wiederum Weiterbildung im Sinne von Weiterqualifizierung, da geht es nicht darum, das Berufsbild zu wechseln, aber um immer auf dem Laufenden zu sein, wird es auf jeden Fall notwendig sein. Ich habe viele Jahre gedacht, wir werden massive Arbeitslosenzahlen haben. Inzwischen würde ich fast sagen, es wird eher eine Verschiebung geben, weil es halt Bereiche gibt in der Bildung, in der Pflege. Selbst wenn wir dort alles Digitale anwenden, nimmt der Bedarf an Menschen, die sich also auch darum kümmern, um die Zumutungen. Da will man ja auch gar nicht unbedingt durch Roboter Menschen ersetzen. Ja. Ich will ja nicht von Robotern unterrichtet werden und ich will auch nicht von Robotern unbedingt gepflegt werden. Einzelaufgaben kann man wahrscheinlich auch da machen. Genau, die können ja als assistierend bei irgendwelchen Sachen, kann man ja den technischen Fortschritt durchaus nutzen. Ja. Aber die Roboter werden nicht die Menschen pflegen können. Mhm. Das ist auch nicht die Vorstellung. Das heißt, da gibt es eher mehr Bedarf. Wird noch schlimmer, weil was mich wirklich in den letzten Wochen beschäftigt hat, ist die Vielzahl von Stellungnahmen so bei Social Media von Pflegekräften, die ihren Beruf eigentlich lieben, aber so frustriert sind und gesagt haben, wir waren schon vor Corona am Limit, jetzt haben wir über ein Jahr übers Limit hinweg gearbeitet, das geht so nicht, ich überlege, meinen Beruf zu verlassen. Es sollen noch 9.000 gemacht haben in den letzten 12 Monaten, habe ich gelesen. Das hat mich sehr geschockt. Und es kann eher noch zunehmen. Also kurz und gut, was braucht es da zum Beispiel? Ich glaube, wir müssen richtig massiv da ein neues Instrument einführen. Neulich habe ich eine Studie gelesen zu einem Weiterbildungsgrundeinkommen, dass Menschen wirklich das Recht haben, nicht nur mal kurz eine Maßnahme, sondern 3 Jahre am Stück eine Weiterbildung, eine Umschulung zu machen und dafür auch finanziert werden. Das ist eins. Das andere, glaube ich, das Instrument der Sabbaticals. Man kann das auch anders nennen. Ich nenne das zum Beispiel auch Recht auf eine Auszeit. Dass es zweimal mindestens im Berufsleben eines Menschen das Recht gibt, sich maximal ein Jahr eine Auszeit zu nehmen, auch um sich neu zu orientieren. Nicht, weil ich finde, dass sie schon in dem einen Jahr dann die gesamte Umschulung organisieren müssen, aber wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin in einem Bereich, ich merke, da wird es in Zukunft einen enormen Arbeitsplätzeabbau geben. Das heißt, ich muss was Neues finden. Auch als Orientierungsphase. Ja, und mal so in sich zu gehen, was kann ich eigentlich, wo gibt was, mal was auszuprobieren und nicht aus lauter Angst, dass man nicht mehr gebraucht wird, noch mehr sozusagen sich selber zu stressen und sich selber ins Burnout zu treiben. Das ist erstens immer ein individuelles Schicksal, wenn man sich selber in die Erschöpfung arbeitet. Aber das wird auch volkswirtschaftlich teuer, wenn die stressbedingten Krankheiten zunehmen. Die nehmen und, ja auch sehr krass genau. zu. Genau. Ja. Und deswegen Sabbaticals zweimal im Jahr und zum Beispiel zweimal im Berufsleben und ein Weiterbildungsgrundeinkommen, finde ich, ist einfach angemessen angesichts des bevorstehenden Umbruchs. Also ich halte das für eine ganz tolle Idee, weil es gibt ja oft auch die Forderung, dass man sagt, Arbeitgeber sollen die Weiterbildung alleine übernehmen, aber das schafft ja auch wieder eine Abhängigkeit, weil dann entscheidet der Arbeitgeber, was er am besten brauchen kann und gar nicht unbedingt im Interesse einer Arbeitnehmerin, die möglicherweise sich ja ganz umorientieren will, vielleicht auch in einer ganz anderen Branche sich später ansiedeln will. Und das würde die Freiheit praktisch komplett den Menschen selber geben, dass sie überlegen, wofür wollen sie sich weiterbilden? Das kann vielleicht der jetzige Arbeitgeber gar nicht brauchen, aber vielleicht existiert er ja auch in ein paar Jahren gar nicht mehr, weil der in einem aussterbenden Bereich unterwegs ist oder strukturiert sich so um, dass dann Haufen Leute wegfallen und ich ahne, dass ich es sein werde oder ich will auch gar nicht mehr dabei sein. Das würde ich für eine gute Idee halten. Was man da aber unbedingt dazu denken müsste, wäre, dass man nicht wieder so eine wahnsinnskomplizierten Genehmigungsstrukturen schafft, wo dann also irgendein Arbeitsagentur kommt und sagt, nee, diese Ausbildung, die darfst du nicht, weil dir fehlt irgendwie Schein X in deiner Vorgeschichte, irgendwelche Studienabschlüsse, Abitur oder was weiß ich. Sondern ich würde mir wünschen, dass man das wirklich frei selber entscheiden kann, was man lernen möchte und in welcher Art und Weise. Also dieses. Ja, ich glaube, das ist ja das. Da muss es ja sowieso einen kompletten Paradigmenwechsel geben im Umgang mit Menschen, die auf der Suche vielleicht auch nach Neuorientierung sind, generell einen Paradigmenwechsel im Umgang mit Erwerbslosen. Mhm. Also noch ist ja das gesamte Bereich Sozialgesetzbuch 2, Hartz IV, Jobcenter immer noch stark vom Gedanken der Sanktionen geprägt. Mhm. So. Und wir hatten neulich eine Diskussionsrunde mit Uli Schneider vom Paritätischen Verband und der sagte so, also ein bisschen ist das auch Ausdruck einer Hilflosigkeit, so wie es halt früher
noch Lehrerinnen und Lehrer gab, die der Meinung waren, zu einer ordentlichen Schulausbildung gehört halt der Rohrstock dazu. Das ist heute unvorstellbar und ein Lehrer, der irgendwie zur Ohrfeige greift, hat ein mächtiges Problem. Aber es ist noch gar nicht so lange her. Da dachte man eher, naja, ohne so einen ordentlichen Klaps auf dem Hintern geht das nicht richtig. Und das hat man ja auch geschafft, diese Hilflosigkeit in der Bildung zu überwinden. Und deswegen würde ich sagen, man muss auch die Hilflosigkeit im Umgang mit der Langzeiterwerbslosen überwinden. Und die Sanktionen müssen abgeschafft werden, und zwar sofort. Wir haben ja einen großen Fortschritt erzielt, gemeinsam mit Sozialverbänden, indem halt das Bundesverfassungsgericht zumindest einen Teil unserer Kritik an dieser Rohrstocklogik des 21. Jahrhunderts überwunden hat und gesagt hat, es dürfen nur maximal um 30% gekürzt werden. Aber natürlich heißt es jetzt konsequent weiter für Sanktionsfreiheit zu streiten. Da hoffen wir, dass wir möglicherweise auch in einer Regierungsbeteiligung da mal Nägel mit Köpfen machen können. Bei einer Bundesregierung wie die, die wir gerade haben, bin ich da jetzt noch nicht so optimistisch. Nee, die CDU hängt total daran. Und was man an der Stelle auch einmal sagen muss, wir wollen ja heute hier über die Zukunft reden und nicht über diejenigen, die die Ohren zurückdrehen. Aber ich muss es einmal erwähnen, weil es gibt ja Leute, die glauben, dass die AfD sich wenigstens um die Interessen der deutschen Arbeitslosen kümmert. Ja. Als dieses Urteil fiel, sagte der AfD-Vertreter im Sozialausschuss, ja, das ist jetzt blöd, weil jetzt hat man uns ja die Peitsche genommen. Also so denkt die AfD über erwerbslose Menschen, wo man eine Peitsche braucht. Ich finde, das sagt alles über die, dass von denen nichts zu erwarten ist, schon gar nicht soziale Alternativen. Das ist auch meine Erfahrung. Also bei ganz vielen sozialen Abstimmungen, die wir im Bundestag gehabt haben, haben sie sich ja extrem unsozial verhalten. Mhm. Ich würde noch mal auf das Thema zurückkommen, Arbeitszeit überhaupt. Ja. Also für mich ist Digitalisierung ja am Ende auch eine Frage der Umverteilung, wie viele andere gesellschaftliche Fragen. Und Umverteilung hat ja verschiedene Komponenten. Ja, wir können von Vermögen umverteilen, von Profiten umverteilen, wir können auch Arbeitszeit umverteilen. Und da haben wir ja auch konkrete Vorschläge, auch in unserem Wahlprogramm. Ja, also der Kampf um Arbeitszeitverkürzung ist ja ganz tief in linke Geschichte reingeschrieben. Ja. Und wenn sich nicht Beschäftigte zur Wehr gesetzt hätten, wäre der 8-Stunden-Arbeitstag, der ja heute üblich ist, plus oft leider unbezahlte Überstunden, wäre das nicht erkämpft worden. Ja, es gab ja Zeiten, da war die Einschränkung auf 12-Stunden-Arbeitstag schon eine Zumutung für die Unternehmen. Also da ist viel erstritten worden. Und wir sagen heute ganz klar, wenn wir schon die Situation haben, dass im Zuge des technischen Fortschritts immer mehr in immer kürzerer Zeit hergestellt wird, sollte das auch allen zugutekommen. Und die Früchte des technischen Fortschritts kommen allen zugute, eben indem wir mehr Zeitwohlstand für alle schaffen. Und dazu gehört, dass nicht mehr das gesamte Leben um die Erwerbsarbeit kreist, sondern dass man halt sagt, also 30 Stunden die Woche. Oder auch, ich finde ja den Begriff der Vier-Tage-Woche so schön vorstellbar. Das muss man dann ein bisschen nach Lebenssituation abschätzen. Es gibt Leute, die sagen, naja, ich muss sowieso jeden Tag früh aufstehen, weil das Kind in die Schule muss. Dann will ich lieber jeden Tag kürzer arbeiten. Für andere ist die Vorstellung, nee, 4 Tage konzentriert arbeiten besser. Also deswegen, auf jeden Fall muss es eine Arbeitszeitverkürzung geben. Klar ist auch, die darf nicht dazu führen, dass am Ende die Leute so wenig Geld haben, dass sie am 5. Tag einen Zweitjob wahrnehmen müssen, sondern natürlich denken wir das immer ganz stark mit im Lohnausgleich zusammen. Und es darf auch nicht dazu führen, dass in den 4 Tagen, wo man arbeitet, man dann so viel Stress hat, dass man den 5. Tag braucht, um sich auszuruhen. Also das darf auf keinen Fall passieren. Aber so das stark zu machen. Und dabei geht es auch um eine Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern. Weil wir haben jetzt eine Situation, dass Frauen überproportional stark die unbezahlte, wunderschöne Familienarbeit oder die unterbezahlte Sorgearbeit, zum Beispiel in der Pflege, übernehmen. Währenddessen die hochdotierten Jobs mit viel Entscheidungsgewalt eher in den Händen von Männern sind. Und da würde ich sagen, das kann man jetzt mal pari-pari verteilen. Ich werbe dafür eine Mission 50-50, wonach im Leben von Männern und Frauen und allen, die nicht in die Zweigeschlechterordnung sich einpassen wollen, das halt eine ganz klare Gleichverteilung gibt. Gleiche Anteile von wunderschöner, liebevoller Familiensorge, Arbeit und dann sozusagen halt auch Erwerbsarbeit gerecht verteilt. Und das heißt, haben wir ja ganz oft Frau 20 Stunden, Mann 40 Stunden, macht 60 plus durch 2, sind es 2 mal 30. Nee, genau, und wir wollen das eher 30 Stunden Erwerbsarbeit und damit beide dann noch Zeit haben für Sorgearbeit, Nachbarschaftshilfe und so weiter. Ich wollte gerade sagen, man kann ja mit der gewonnenen Zeit so viele Dinge machen. Man kann zum Beispiel auch ein nachhaltigeres Leben pflegen. Ich stopfe zum Beispiel gerne Socken, aber Socken stopfen ist auch ein bisschen zeitaufwendig.
Aber wenn man solche Sachen machen kann, Dinge reparieren, statt wegzuschmeißen oder im Garten eigenes Gemüse anbauen, wo man quasi dann automatisch Bio hat. Ich würde zugegebenermaßen lieber ein Buch lesen, anstatt Socken zu stopfen. Das kannst du doch selber entscheiden. Also ja, ja, vor allem hast du dann ja so viel mehr an Feierzeit, ja, dass du wahrscheinlich ein Buch lesen und Socken stopfen kannst. Ach, Mensch. Also das ist ja alles drin. Goldene Zeit. Ne? Und selbst Weiterbildung kannst du machen, mhm, und in der Zeit irgendwas lernen, auf das du richtig Bock hast. Also ich finde sowas richtig großartig. Ich finde, eigentlich finde ich es ein bisschen schräg, denn seit es Arbeitsverträge mit Stundenzahlen drin gibt, seit also vielen, vielen Jahren, gab es eine kontinuierliche Entwicklung, eine Arbeitszeitreduktion, die mit dem Produktivitätsfortschritt nicht immer Schritt hielt, aber in eine Richtung ging. Je mehr Produktivität, umso weniger vertragliche Standardarbeitszeit. Und auf einmal scheint irgendwie der Gedanke vorzuherrschen, wie, aber jetzt ist irgendwie Schluss. Diese 40 Stunden, die sind es jetzt forever, und das kann es natürlich nicht sein. Das muss auch in Zukunft sich einfach weiterentwickeln und hat einfach jede Menge positiver Nebeneffekte. Ja. Natürlich sind verschiedene Branchen davon unterschiedlich stark, mhm, betroffen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, gerade da, wo besonders viele Frauen arbeiten, in sehr menschlastigen Berufszweigen, da sind wir wieder bei Pflege, bei Erziehung, bei Ausbildung. Bei all diesen Fragen, dass natürlich der Anteil, den Menschen an der Wertschöpfung haben, überproportional hoch im Vergleich zum Beispiel zum produzierenden Gewerbe. Und wenn da die Arbeitsstunden reduziert werden, bei vollem Lohnausgleich, trifft es diese Arbeitgeber natürlich viel härter als einen, der so eine Fabrik hat, wo auf 20 Roboter ein Mensch kommt und die Wertschöpfung, sagen wir mal, zu 80-90% von den Robotern gemacht wird, denen es eh egal ist, ob Wochenende oder Weihnachten ist oder mitten in der Nacht. Da muss man also noch überlegen, wie wir eigentlich Steuersysteme verändern, wie man auch die Profite umverteilt. Viele von den Bereichen, die ich erwähnt habe, wie Bildung, Gesundheit und so weiter, sind ja auch Fragen der Daseinsvorsorge, die ganz oft mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Ja, wo kommen die denn her? Von Steuern. Das heißt, dass man da überlegt, wie kann man denn auch Finanzierungen anders machen und wie kann man nicht die Arbeitgeber benachteiligen, die halt überproportional viele Menschen haben. Das ist einfach ein... So wie das heute organisiert ist, funktioniert das nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen viel mehr, also wenn wir jetzt mal die Streaming-Dienste nehmen, wir nennen jetzt keinen beim Namen, weil wir kein Product Placement machen wollen, aber die haben ja das Geschäft schlechthin gemacht. Enorme Umsätze, enorme Profite bei sehr geringem Personaleinsatz. Und die Tendenz bei denen ist steigend nach oben. Das heißt also, man muss viel stärker Gewinne und Profite besteuern, mhm, und nicht nur danach gehen, wo gibt es viele Arbeitsplätze, mhm, wo man dann sozusagen was ranholen kann. Also deswegen werden wir die Sozialversicherungssysteme, die natürlich weiter, mhm, als Sozialversicherung organisiert sein sollen, werden wir aber viel stärker ersetzen müssen durch, sag ich mal, soziale Garantien, die dann aber, mhm, steuerfinanziert werden. Zum Beispiel? Ja, in der Linken wird das ja kontrovers diskutiert. Ich kämpfe jetzt seit fast 2 Jahrzehnten dafür, das bedingungslose Grundeinkommen, mhm, was für mich halt einen untersten Grund darstellt, wo jeder, mhm, weiß, da kommt er sicher zum Stehen. Und bedingungsloses Grundeinkommen heißt, dass jeder, der dauerhaft hier lebt, also, mhm, jeder Erwachsene, zum Monatsanfang eine Summe überwiesen bekommt, die ihm jetzt kein Leben in Luxus ermöglicht, aber ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe. Ich finde, immer Orientierungsgröße ist so die Armutsrisikogrenze. 1.200 Euro wäre der aktuelle Messwert. Und das Ganze ist nur finanzierbar, wenn man sagt, entweder das reichste Drittel wird zur Kasse gebeten und wir müssen Millionen Gewinne und Millionen Erbschaften stärker besteuern. Hätte ich gar kein Problem mit. Ja, es ist das immer schon zwei. Also, ich finde sowieso extrem seltsam, wie ungerecht unser Steuersystem organisiert ist, dass es also gerade die größten Vermögen am meisten schont, ganz offensichtlich, aber zum Beispiel auch die Gewinne auch der Pandemiekrise in der Digitalisierung sind, in die ganzen E-Commerce-Unternehmen, ja, die Amazoner dieser Welt, dass die innerhalb Europa zum Beispiel digitale Unternehmen insgesamt einen Durchschnittssteuersatz von 9% haben. Nee. Ich meine, welche Krankenschwester hat einen Steuersatz von 9%? Also das findet man kaum, und das ist einfach ungerecht. Und da muss endlich mal im Bereich digitale Steuer auch auf Europaebene mal ein vernünftiger Konsens gefunden werden. Und dann, es gibt ja da Ideen, dass man zum Beispiel überlegt, wie definiert man Betriebsstätte, dass die Unternehmen nicht nur irgendwo ihre Briefkastenfirmen haben, wo sie kaum Steuern zahlen und dann hier in diesem Land zum Beispiel nichts bleibt, obwohl ein Haufen der Konsumenten ja hier den Umsatz machen. Und wenn man Betriebsstätte so umdefiniert,
dass das da ist, wo der Umsatz gemacht wird, also hier, wenn man da irgendwo bei uns klickt, dann wäre das ja schon mal ein Schritt dahin. Also da ist, glaube ich, einiges, was man machen kann. Das ist in der Tat, also man muss ja auch das Steuerrecht auf der Höhe der Zeit anpassen. Ja. Genauso wie ich finde, dass man übrigens das Kartellrecht auch auf die Höhe der Zeit anpassen muss. Also es gibt ja ein Kartellrecht, meistens hören wir so im Alltag davon, wenn mal wieder irgendeine große Ladenkette mit einer anderen fusionieren will und man sagt, Mensch, irgendwann werden die marktbeherrschend. Mhm. Im digitalen Bereich haben wir bereits Unternehmen, die nicht nur marktbeherrschend sind, sondern die faktisch der Markt schlechthin sind. Ja, das sind die Weltherrschaft. Ne? Genau. Ja. Und das Kartellrecht digital null bis, das muss man verändern, das muss zeitgemäß angepasst werden. Und weil du Amazon erwähnt hast, jetzt will ich schon sagen, zu den großen Ungerechtigkeiten der Corona-Krise gehört ja auch, dass es just Menschen im niedrigen Einkommensbereich gibt, die existenziell gefährdet sind durch Lockdown und die ganzen Maßnahmen, die nicht wissen, wie es bei ihnen weitergeht, während ein Unternehmen wie Amazon das Geschäft seines Lebens macht, aber nichts davon den Beschäftigten in Form von höheren Löhnen abgibt und dann wohl offensichtlich auch noch beim Infektionsschutz schlammt, weil wir haben immer wieder Meldungen von der Gewerkschaft, dass es just in Amazon-Verteilzentren zu Infektionen kommt. Und da fehlt mir jegliches Verständnis. Meine Erwartung an die Bundesregierung, immer mit Blick Richtung Bundeskanzleramt nach da drüben, meine Erwartung an die Bundesregierung ist auch, dass sie viel stärker durchsetzt, dass Infektionsschutz verbindlich in den Verteil- und Vertriebszentren durchgesetzt wird. Und überhaupt in der Wirtschaft, ne? Genau. Das sehen wir ja die ganze Zeit schon seit einem Jahr, dass alle Privatpersonen sich extrem beschränken müssen in ihren Freiheiten, was ja auch nachvollziehbare Gründe hat, aber nicht nachvollziehbar ist, warum viele Dinge zum Beispiel nur eine Empfehlung sind, wie Testen oder Masken am Arbeitsplatz, also die Industrie oder überhaupt die Wirtschaft, ja, für die ist es so ein, können sie machen, müssen aber nicht, gibt keine Sanktionen, kontrolliert keine, Arbeitnehmer können es nicht richtig einklagen, also das ist schon ein echtes Ungleichgewicht. Auf jeden Fall, ich habe mir ja in all den Monaten jetzt immer wieder die Beschlüsse der Kanzleramtsrunde durchgelesen. Und jetzt muss man nicht Sprach- und Literaturwissenschaftlerin sein, um zu merken, es gibt einen Unterschied der Sprache. Wenn es um Privatpersonen ging, um Kultur, Schulen und Einzelhandel, muss man noch dazu sagen, da war es immer eine Sprache der Verbindlichkeit, des Müssens, der Pflicht. Und man dachte, okay, wenn ich das nicht mache, muss ich ein Ordnungsgeld bezahlen. Und wenn es dann um die Wirtschaft im großen Stil ging, also verbindliches Recht auf Homeoffice, Pflicht zum Testen dort, wo Homeoffice nicht gemacht wird, Kontrolleure, wo Infektionsschutz durchgesetzt wird, das war dann immer die Sprache der unverbindlichen Bitten. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, die Corona-Politik Selbstverpflichtung. Von, ja, genau, die Corona-Politik dieser Regierung hat eine klare Schlagseite. Ja. Zulasten von Kultur, Familien und Einzelhandel und zugunsten dessen, wo das ganz große Geld ist. Hauptsache, die Pendler können zur Arbeit ja. und in ihren Großraumbüros weiterarbeiten und Profite generieren. Auf die Gesundheit kommt es ja nicht so an. Den Eindruck könnte man leider manchmal haben. Und auch sowas zieht natürlich die Pandemie in die Länge, worunter dann alle wieder leiden. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema gemeinwohlorientierte Digitalisierung zurückkommen. Wir haben jetzt relativ lange über Arbeitsmärkte gesprochen. Aber wenn wir von Teilhabe und Daseinsvorsorge reden, gibt es ja auch noch viele andere Themen. Wir haben ja zusammen auch, hast gerade das Thema Monopole ja schon angesprochen, wir haben zusammen ja auch schon mal, schon ein paar Jahre her, ein Papier geschrieben, auch noch mit anderen dabei. Das nannte sich Digital Links, wo wir viele Strategien entwickelt haben, was wir eigentlich darunter verstehen, wo es eben insbesondere auch um Teilhabe und Daseinsvorsorge ging. Da können wir jetzt eine Stunde oder zwei drüber reden. So würden wir vielleicht den einen oder anderen ZuschauerInnen dabei verlieren. Aber mitgebracht hier. Du hast es mitgebracht. Digital Links nochmal so, in die so Kamera. Sieht es aus. Genau, das gibt es in einer ganz kurzen Fassung und in einer auch in einfacher Sprache gibt es das auch. Wir haben Mühe gegeben, dass auch die Oma auf Rügen das versteht. Genau. Was würde denn für dich so an ein paar wichtigen Aspekten dazugehören? Was wäre denn digital von links? Ja, zu digital von links gehört schon auch, dass man die Eigentumsfrage stellt, aber halt auf intelligente Art und Weise. Und dazu gehört zum einen, dass man die Möglichkeiten, die die großen Tech-Giganten haben, einschränkt und da ein paar Rechte für die Nutzerinnen und Nutzer durchsetzt. Also ein Beispiel, was wir mal hatten, war zu sagen, man müsste halt Facebook und Co. verpflichten, dass es eine Interoperabilität gibt. Also für
Ich habe mir es immer so übersetzt für Leute, die noch nicht ganz so im Thema drinstecken. Wenn ich zu einem anderen Telefonanbieter wechsle, kann ich trotzdem mit meinem Handy die Leute, die vorher eingespeichert waren, mit der Nummer anrufen, mit denen kommunizieren. Wenn ich jetzt aus dem einen Social-Media-Netzwerk rausgehe und dann in eine total tolle, gemeinnützig organisierte Sache reingehe, aber alle meine alten Schulfreunde sind noch dort, wo das eigentliche nicht nur Monopol, sondern der Marktbeherrscher schlechthin ist, bin ich ja abgeschnitten von deren Kommunikation und beschränke nur mich selber. Und deswegen müsste man halt gesetzlich die verdonnern, dass sie Interoperabilität ermöglichen. Dann würde vielen es auch leichter fallen, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Und dann müsste natürlich von staatlicher Seite einfach eine Alternative dazu auch entsprechend finanziell unterstützt werden, die dann aber nicht staatlich organisiert ist, sondern die sich ganz klaren Regeln der Gemeinwohlorientierung der Nutzerdemokratie unterwirft. Also eher sowas wie Wikipedia, aber als soziales Netz. Genau, schön mit übersetzt. Nachhaltiger Finanzierung, staatlich unabhängig, nutzerorientiert. Und da weiß ich dann genau, ich bin nicht eine Werbeplattform und habe als erstes Ziel des Geschäftsmodells, dass irgendwer Anzeigenumsatz machen kann, sondern es dient der Kommunikation zwischen Menschen. Genau. Ich meine, wir, wenn wir jetzt das so kritisieren, ne, die marktbeherrschende Stellung von den Tech-Giganten, wir können das ja für uns selber nicht lösen, indem wir uns individuell daraus zurückziehen. Ja. Weil das hieße ja, dass wir einfach mit unseren kritischen Gedanken uns einfach abschneiden von Leuten, mit denen wir ins Gespräch kommen wollen. Mhm. Das wäre, glaube ich, nicht die gute Lösung, um was in der Gesellschaft zu verändern. Mhm. Sondern wir müssen eher überlegen, wie man generell die Spielregeln verändern kann, damit es auch Alternativen dann leichter haben. Eine Frage stellt sich, also Achso, und vielleicht noch ein Punkt, aber da bist eigentlich du ja die Expertin, aber um sie einmal angesprochen zu haben, ist ja auch die Frage, wie man den Netzausbau entsprechend... Das war ich gerade genau gleichzeitig gedacht, weil diese sozialen Netze oder die sozialnetzartigen Dienste, da gibt es ja relativ viele verschiedene, die bezeichne ich immer gern als soziale Infrastruktur des Internets. Aber es gibt ja nicht nur die soziale Infrastruktur, sondern du hast gerade eben schon angesprochen, es gibt ja auch die tatsächliche technische Infrastruktur. Es gibt die Glasfaserkabel oder eher, es gibt sie nicht. Wir haben auch das ganze Thema Mobilfunklöcher. Ich komme aus Brandenburg. Mhm. Ich aus Dresden. Ja, wäre mir beinahe noch was Historisches dazu eingefallen. Aber wenn man in einem Funkloch lebt, ist man heute sozusagen im Tal der Ahnungslosen, weil man also einfach von bestimmten Zugangsmöglichkeiten ausgesperrt ist. Und es gibt ein ganz klares Stadt-Land-Gefälle, was natürlich für die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen ein Problem ist, was ein Problem ist für die Lebensqualität im ländlichen Raum. Es ist ja gar nicht so, dass die Leute alle nur in die Stadt wollen. Es gibt statistisch mehr Menschen, die sagen, ich würde gerne im ländlichen Raum leben, als es aktuell tun. Und das hat damit ganz oft auch, nicht nur allein damit, hat auch mit Mobilität und sowas allem zu tun, aber es hat auch oft damit zu tun, dass sie schlicht dort nicht arbeiten können und gezwungen sind zu pendeln. Viele, viele Arbeitsplätze, haben wir jetzt ja auch gerade durch die Pandemie gelernt, wie viele es ungefähr sind, kann man aber auch woanders machen, als da, wo der Arbeitgeber ein Haus hingestellt hat oder gemietet. Aber das geht halt nicht, wenn ich keinen Zugang habe. Wir haben das in der Bildung auch gemerkt, du kannst nicht nur kein Homeoffice machen, du kannst auch kein Homeschooling machen, wenn du kein anständiges Internet hast. Und da ist ja unsere Vorstellung eher, dass man das auch nicht dem Markt überlässt, was ja viele Legislaturen die akzeptierte Politik war, die ganz offensichtlich nicht funktioniert hat. Und da, wo der Staat versucht hat, Dinge zu subventionieren und zu regeln, ist er eher nach hinten losgegangen. Also da hat man, das hat uns sogar der Europäische Rechnungshof ja bescheinigt, dass wir eine Glasfaserausbau-Verhinderungssubventionspolitik hatten, die also zu, sagen wir mal so, hochgetunten Kupferkabeln der Deutschen Telekom geführt hat, aber leider nicht zum Glasfaseranschluss ins Haus. Und da sind ja unsere Vorstellungen eher, kommunalen Ausbau zu fördern oder Genossenschaften, die selbst ausbauen wollen, zu fördern, so wie man das ja zum Beispiel auch von lokalen Stromnetzen mit erneuerbarer Energie, also Stromerzeugung von erneuerbarer Energie kennt, was hier und da ja auch wirklich gut funktioniert. Beim Thema Bildung reden wir aber ja nicht nur davon, dass die Schule am Netz ist und das Zuhause am Netz ist, sondern das hat ja noch viele andere Aspekte. Da würde ich gerne nochmal deine Perspektive zuhören. Es gibt
Ein ganz akutes Problem mit Beginn der Corona-Krise war ja offensichtlich, wenn die Schulen zumachen und selbst wenn es Wechselunterricht gibt, kommt E-Learning, digitales Learning dazu. Das heißt, schon allein, um die Stundenpläne zu bekommen, musst du ins Netz reingehen können. Du musst vielleicht zu Hause einen Drucker auch haben. Du brauchst einen Internetzugang. Und jetzt wissen wir, es gibt Haushalte, da hat jedes Kind ein eigenes Gerät. Und es gibt Haushalte, das sind Überraschung, natürlich eher die Ärmeren, da gibt es entweder gar keinen Zugang oder eine ganze Familie teilt sich in ein Endgerät. Dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn sich mehrere Geschwister um ein Endgerät streiten müssen, die ja vielleicht auch noch ein bisschen in ihrer Freizeit damit rumdaddeln wollen und dann sozusagen die ganzen Sachen, die es braucht, wie Konferenzen mit der Lehrerin rein ins Netz gehen, zumindest die Lernblätter runterzuladen und. Und deswegen haben wir gesagt, um hier etwas der sozialen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, muss sofort sichergestellt werden, dass alle Kinder ein Endgerät haben, möglichst auch noch einen Drucker zu Hause und dazu, da ist halt gleich ein Endgerät mit einer SIM-Karte, damit auch der Internetzugang garantiert ist. Wir hatten schon vor Corona gefordert, dass quasi die Versorgung mit einem Endgerät mit zur Art Grundversorgung gehört. Wir haben das dann digitale Grundsicherungen genannt oder digitale Grundversorgung. Aber jetzt in Corona war das nochmal akut. Haben gesagt, da muss es eine schnelle, unbürokratische Lösung geben. Hat viel zu lange gedauert, musste auch teilweise eingeklagt werden. Jetzt gibt es diesen Zuschuss, aber finde allein, dass man so viele Monate verloren hat, da hat man sich einer ganzen Generation von Kindern versündigt. Es ist ja auch tatsächlich das, was man auch vor Gericht ja durchkämpfen musste, dass man die Kosten für ein Gerät erstattet bekommt für bedürftige Kinder. Das macht ja noch nicht den Internetanschluss. Und das ist meines Wissens auch immer noch ungeklärt. Das macht auch noch keinen Drucker zum Ausdrucken von irgendwas. Also da gibt es ja immer noch offene Baustellen. Und im Digitalausschuss hatten wir das Thema auch schon. Also die ganzen 3,5 Jahre, die ich im Bundestag bin, regelmäßig immer wieder. Wir hatten auch die Bildungsministerin eingeladen. Da habe ich auch noch argumentiert und habe gesagt, man kann noch nicht den Hintergrund der Haushalte überlassen, ob ein Kind ein Gerät hat und welche Qualität das Gerät hat. Wir sind doch bei Bildungsgerechtigkeit offenbar im internationalen Vergleich sowieso schon super schlecht. Wie kann man es denn jetzt bei digitalen Bildungsthemen noch mal schlechter machen? Aber da war kein Abkommen. Das war wirklich erst durch die Pandemie ein gewisses Umdenken, weil es einfach so offensichtlich war, dass man es nicht mehr wegignorieren konnte, dass man dann neue Programme aufgelegt hat, wie diesen Sofortpakt für Schulen im Rahmen der Corona-Sondermittel. Gab es dann 500 Millionen Euro für digitale Endgeräte für Kinder und man hat dann auch endlich auf unsere Uraltforderungen, dass man auch IT-Admins in Schulen braucht, mal gehört und dafür auch Mittel bereitgestellt. Man hat tatsächlich eingesehen, dass auch Lehrer Laptops brauchen, Überraschung. Digitale Bildung geht nicht nur auf den privaten Computern und das waren jeweils 500 Millionen Euro, aber eine dieser drei Vereinbarungen ist zum Beispiel erst im Februar abgeschlossen worden und zwar in diesem Jahr 2021. Da war die Pandemie schon ein Jahr in unserem Land und da muss man sich auch nicht wundern, dass das in der Fläche ja immer noch nicht angekommen ist. Das Einzige, was nach und nach tatsächlich ankommt, sind die Geräte für Kinder, aber wie gesagt, die alleine machen es ja immer noch nicht. Nee, du musst ja trotzdem Zugang haben. Ne? Ja. Also die digitale Spaltung und die soziale Spaltung überlagern sich und verschärfen sich gegenseitig. Ich fand jetzt nochmal den Punkt, den du genannt hast, die IT-Admins an den Schulen. Das hat ja auch die GEW als zuständige Gewerkschaft sehr klar gesagt. Du hast halt schon vor Corona die Situation gehabt, dass die Lehrkräfte oft also am Limit waren, auch die Personalbemessung viel zu knapp war, weswegen, wenn da irgendwie ja krank wurde und Vertretungsunterricht organisiert werden musste, das schon alles irgendwie nicht ausreicht, um dann noch eine wirklich Digitalisierung auf Höhe der Zeit zu gewährleisten. Und deswegen finde ich auch pro Schule ein Admin ist total richtig und wichtig, um auch eben Bildung auf der Höhe der Zeit zu garantieren. Und wenn wir jetzt schon darüber reden, glaube ich, dass es neben dem Gerät werden wir spätestens dann, wenn irgendwie diese ganze Corona-Krise mal überwunden ist, gibt es Kinder, die haben in dieser Zeit richtig, richtig viel verloren. Die haben vielleicht sogar mehr als ein Jahr Schulstoff verloren und sind zurückgeworfen worden. Was könnte man denn machen, um die wieder... Ja, ich habe heute mit dem Chef der AWO gesprochen und der auch in dem Bündnis für Kindergrundsicherung und gegen Kinderarmut ganz sozusagen das mitleitet. Und da waren wir, haben wir so diesen Begriff, naja, es braucht so eine Art Lotsen- und Mentorensystem, wo auch geschaut wird, welche Kinder haben im Homeschooling
als schlimmstes Nerven der Eltern gehabt, haben aber irgendwie im Stoff ganz gut mitgehalten. Und dann wird es Kinder geben, die halt da richtig viel Zeit verloren haben. Und für die braucht es eine gezielte Förderung. Da kannst du nicht einfach so 0815 weitermachen wie bisher. Individueller, so, sondern du musst ganz gezielt. Und es gibt ja auch schon Ansätze wie sozialpädagogische Angebote an der Schule. Die müssen halt massiv aufgebaut werden. Das ist einer der Bereiche, wo wir in den nächsten Monaten viel, viel mehr Personal brauchen, als wo man eigentlich jetzt schon anfangen müsste, Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Tja, leider ist Lehrermangel auch schon vor Corona ein großes Thema gewesen. Wir haben in Brandenburg einen unfassbar hohen Anteil an Quereinsteigern bei Neueinstellungen, die also den pädagogischen Hintergrund in der Regel gar nicht haben. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie in jedem Fall schlecht ist. Da sind ganz großartige Lehrkräfte dabei. Aber natürlich gibt es nicht umsonst eine Lehrkräfteausbildung. Ja? Ja. Aber da sind wir ja schon beim nächsten Thema. Auch die Lehrkräfteausbildung ist ja nicht so, dass man damit vernünftige digitale Bildung flächendeckend machen kann. Also auch da bräuchte man, genau wie bei den anderen Berufen, die sich sehr verändern, ein lebenslanges Konzept, nicht nur für eine ordentliche Ausbildung, sondern eben auch für die Weiterbildung im Laufe eines Lehrerlebens. Wir haben da in Fürstenberg ja so ein gemeinnütziges Bildungsprojekt, das nennt sich Verstehbahnhof. Da haben wir jetzt in den letzten Wochen des alten Jahres ein Video- und Tonstudio reingebaut zu gemeinnützigen Zwecken, das seit Anfang Januar diesen Jahres als digitales Klassenzimmer zur Verfügung steht. Und wir haben es sogar geschafft, eine BUFDI, eine Bundesfreiwilligenstelle, zu bekommen, wo jetzt eine Vollzeitbetreuung durch eine junge Frau da ist. Und es zeigt sich, dass die Kombination aus Bereitstellung einer guten Infrastruktur mit Smartboard, Greenscreen, die ganze Technik, die man so braucht, natürlich jetzt auch Luftfilter für Corona, alles da. Und das kombiniert mit einer kompetenten Person, die sich um die Technik kümmert, die Schwelle auch senkt für Lehrkräfte, überhaupt solche Formate auszuprobieren, die also noch am Anfang total renitent waren und sagen, mache ich nicht, digitaler Unterricht, kann ich nicht, will ich nicht, bin zu alt dafür, das da aber dann ausprobieren. Also manche junge Hippe, die haben ja gleich gesagt, kein Ding, mache ich sofort, die machen dann so Videoschulunterricht mit ihren Kindern, aber ich habe halt welche erlebt, die so gar nicht damit ran konnten, aber wo sie die Betreuung hatten und die gute Infrastruktur. Es gibt so einen Mathelehrer, ja, der macht jetzt da immer seinen Matheunterricht und ist happy damit. Und ich kann jetzt wahrscheinlich nicht jeder Ort so ein tolles Video- und Tonstudio haben, aber dazwischen gibt es ja noch so viel mehr, das man machen kann, um von diesem super niedrigen Niveau, das wir selbst im Vergleich mit sehr viel ärmeren Ländern haben, um da runterzukommen und damit natürlich auch mehr Chancen für alle Kinder zu schaffen. Ich würde noch mal vielleicht so als letzten Punkt von Schule noch mal wegkommen auf die Stadt oder die Kommune. Ja, es sind ja nicht nur große Städte wie Berlin, gibt ja auch ganz kleine. Und da hört man sehr oft auch den Begriff Smart Cities. Wir haben so Sachen wie Open Data im Stadtkontext, nicht nur im Regierungskontext. Überhaupt jede Menge Daten, die anfallen, zum Beispiel wenn Menschen ÖPNV benutzen und von A nach B fahren. Wem gehören eigentlich die Daten? Was passiert damit? Was ist überhaupt Smart City? Ja, da gibt es ja auch eine unterschiedliche Interpretation von links und von, sagen wir mal, konservativ-liberal, die sich doch deutlich unterscheidet. Also in der Tat, und es wäre jetzt vermessen, wenn ich tue, als ob ich da die Expertin bin, dann bist wahrscheinlich eher du die Expertin. Wir haben aber, was wir gemacht haben von linker Seite aus, ist ja vor, ja, das war noch vor der ganzen Corona-Krise haben wir mal eine Digitalisierungskonferenz angesetzt, wo wir Kommunalpolitikern im Austausch zu dem Thema gebracht haben. Und es war ganz interessant, weil da gibt es natürlich viele Gefahren, die damit einhergehen, also im Sinne der gläserne Mensch, der komplett kontrollierbar ist oder wo man alles über ihn weiß. Zugleich auch so ein Gespür, naja, man muss halt auch die Potenziale davon nutzen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ein bisschen ist es auch bei dieser Frage, wie bei vielen anderen, ist immer eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Mhm. Und wer hat am Ende den Zugang? Also liegt es konzentriert in den Händen von einigen wenigen Konzernen mit marktbeherrschender Stellung? Ja. Liegt es komplett in den Händen einer Staatsbürokratie, die auch noch autoritär orientiert ist? Oder gibt es da halt eine Art demokratische Kontrolle? Und das finde ich, glaube ich, wer entscheidet das überhaupt? Genau. Wer entscheidet, was mit den Daten passiert, welche Daten gesammelt werden? Ich bin ja ein großer Fan von Francesca Pria. Ja, genau, die war da auch eingeladen, Francesca Pria. Die war ja mal so IT-Chefin der Stadt Barcelona und hat in der Zeit
das Thema Smart City am Beispiel Barcelona wirklich komplett neu definiert. Mhm. Also das war geradezu revolutionär, wo es zum Beispiel auch die Möglichkeit gab, also erstmal wurde das alles mit BürgerInnen zusammen entwickelt, die Konzepte. Sie hat die also auch nicht allein entwickelt und gesagt, so mein Vorschlag, jetzt macht mal. Mhm. Sondern sie hat Bürgerinnen und Bürger ins Boot geholt. Man hat gemeinsam überlegt, was ist denn eine gemeinwohlorientierte, smarte Stadt? Und hat zum Beispiel haben Menschen vorgeschlagen, dass eben solche wertvollen Daten wie Mobilitätsdaten, die könnte man auch quasi spenden, und aber eben nicht an irgendwen, ja, nicht an Uber und irgendwelche Firmen, die damit Werbeeinnahmen generieren oder ihre Geschäftsmodelle verbessern, sondern an meine Stadt, die das nicht weitergibt und die es benutzt, um öffentliche Dienstleistungen zu verbessern, wo ich also am Ende was davon habe und nicht irgendjemand, der Profit damit generiert. Und wenn man das sicherstellen kann, dass also Daten für einen gemeinwohlorientierten Zweck bei einer vertrauenswürdigen Stelle landen und nicht missbraucht werden für andere Sachen, dann ist das eine wirklich gute Idee und führt jetzt an der Stelle zu weit, aber dann kann man Smart City ganz anders definieren, nämlich als eine smarte Stadt, die für die Menschen da ist, die zum Beispiel auch nachhaltiger sein kann. Man kann den ÖPNV damit optimieren und bessere Mobilität für alle machen, am besten kostenfrei sogar. Also da sind die Potenziale, glaube ich, wirklich riesig. Und im Moment scheint mir Smart City sehr oft ein Geschäftsmodell zu sein für Unternehmen, die einfach bestimmte Dinge automatisieren wollen, wo auch wieder dann nur ein Markt gesehen wird, aber nicht das gemeinsame Interesse, das Menschen miteinander haben. Was ich ganz schön fand, du hast gerade die Formulierung gesagt, man kann die Daten auch spenden. Und ich glaube, das muss sich wirklich noch so richtig, weil müssen alle sich noch vergegenwärtigen, dass Daten ja quasi eine richtige Ware sind, eine Grundlage auch fürs Geld machen. Und es, die Idee, das zu spenden, also zum Beispiel in eine kommunale oder gemeinnützige Initiative oder Plattform, die dann damit was macht, also dass man damit auch wirklich nochmal die Potenziale ganz anders nutzen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, der schön in diesem Begriff, man spendet seine Daten, sich so verdichtet. Da gibt es ja auch gerade ganz neue Konzepte, die noch so im Definieren sind. Das nennt sich Datenintermediäre. Damit ist also gemeint, dass ich gar nicht in jedem Einzelfall vielleicht auch überfordert bin, damit zu entscheiden, gebe ich jetzt für diesen Fall an diese Person oder diese Firma oder Institution meine Daten, sondern dass ich bestimmte Daten entscheide, an einen Intermediär zu geben, der treuhänderisch meine Daten verwaltet und dem ich bestimmte Beschränkungen gebe. Ich könnte zum Beispiel sagen, meine Gesundheitsdaten bekommen Forschungsinstitutionen, die nicht kommerziell irgendwie angetouched sind an zum Beispiel ein Pharmaunternehmen, also deren Forschungsabteilung vielleicht nicht, aber eine Universität, die an einer bestimmten Krankheit forscht, die ich vielleicht zufällig gerade habe, die darf auch wissen, wie alt ich bin, welche anderen Erkrankungen ich habe, wie ich behandelt worden bin. Und so könnte man das einmal so einem Intermediär sagen und müsste dann nicht jede einzelne Anfrage bearbeiten und würde auf diese Art und Weise ja auch wieder zum Gemeinwohl beitragen und wüsste, ich bin nicht wahre Mensch, sondern ich trage zu einem gemeinsamen Wissen bei, das für uns alle Probleme löst. Und das wäre natürlich, das wäre schon eine interessante Sache. Und das ist ja das Spannende, wir sind ja oft so, so kapitalistisch geprägt, dass wenn man irgendwas teilt, man weniger hat, was ja bei materiellen Gütern stimmt. Ja? Also wenn wir uns jetzt einen Apfel teilen, hat halt jeder nur einen halben Apfel, würde uns auch reichen. Wir würden sie auch noch unter uns gerne teilen, aber wenn es 100 Leute wären, bleibt schon wenig übrig. Aber bei Wissen ist es ja so, wenn du das teilst, hast du ja nicht weniger, sondern ganz im Gegenteil, es könnte dadurch mehr werden, wenn es alles zusammengetragen wird. Ja, wir merken, wir könnten noch beliebig lange über dieses Thema reden. Ich würde trotzdem an dieser Stelle gerne zum Ende kommen. Vielleicht an die, die zugeschaut haben, noch der Hinweis. In die Videobeschreibung werden wir ein paar Links reinpacken zu Dokumenten, die wir erwähnt haben, zu dem Digital-Links-Papier, genau dieses. Wir haben auch noch mit Katalin Genburg zusammen ein Papier geschrieben über digitale Monopole. Das werden wir da auch verlinken und natürlich werden wir auch unser Wahlprogramm für die Bundestagswahl, das es im Entwurf schon gibt, dort verlinken. Da gibt es ganz viele Sachen, ein ganzes Kapitel zum Thema Digitalisierung. Alle diese Themen, die wir angesprochen haben, finden sich da eigentlich wieder. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, danke Katja, dass es geklappt hat unter widrigen Umständen. Ich musste den Termin ja schon zweimal verschieben, aber jetzt haben wir hier gesessen mit diesem großartigen Ausblick.
auf den Reichstag. Und mit einem ganz frischen negativen Corona-Test. Das ist ja auch immer wieder schön. Negativen Test. Und dann kann man auch mal eine halbe Stunde ohne Maske nebeneinander sitzen, ohne dass man sich dann richtig schlecht fühlen muss. Insofern bleib gesund, Katja. Ebenfalls. Auch für die nächsten Monate. Wir müssen ja noch ein bisschen überwintern, bis die Impfung kommt. Und wir haben noch einiges zu tun, oder? Ich habe jetzt so eine Liste gemacht, was wir alles durchsetzen wollen. Soziale Garantien für alle. Arbeitszeitverkürzung, Weiterbildungsgrundeinkommen, Recht auf Sabbaticals, Schule, Digitalisierungsschub, IT-Admins, Kartellrecht, was BIS hat, Steuerrecht, was die großen Gewinne der Tech-Konzerne stärker in den Blick nimmt und, und. Gemeinwohlorientierte Smart Cities. Es ist einiges zu tun. Einiges zu tun. Packen wir es an. In diesem Sinne. Und vielen Dank fürs Zugucken.